Willkommen, liebe Fliegerkameraden, hier auf Modellpilot.eu. Neben mir steht Hans Littjens. Hans Littjens ist einer der verrücktesten Piloten, die wir hier so haben. Der fliegt mit echten Pulsrohren. Die machen einen Höllenlärm. Man braucht hierzu. Ihr werdet es nachher nicht vermissen. So, Hans, erzähl mal was sind über dich und über deine Maschine. Ja, ich fliege seit 3 Jahren mit Pulso und seit 5 oder 6 Jahren mit der Beamer. Aber ja, Pulso seit 3 Jahren. Und ja, und Pulso, das ist nur hier flatte Ventile. Da hat nichts rein, nur flatte Ventile. Das ist 15.000 Mal pro Minute flatte Ventile. Ah, okay. Also das sind nur Explosions in diese Rohre. Okay, wie kann man sich das vorstellen? Ich muss das jetzt im Laien erklären, ja? Also hier ist der Sprit. Ja. Dann ist hier die Ventilklappen. Ja. Und was passiert jetzt dann genau? Ja, durch die Explosion ist da Vakuum, so die Ventile gehen flattern. Okay, und dann durch die Explosion gibt es die Volumenvergrößerung und der Stoß geht nach hinten? Ja. Durch das Rohr? Ja. So, und dann, dann saugt er eigentlich neue Luft wieder an. Mit Sprit. Also die Ventile gehen dann auf. Explosion, dann gehen die Ventile zu und dann geht die wieder rückwärts. Aha. Und wenn die im Sturzflug sind, sind die Explosionen immer noch gleich bei den 15.000 Hertz? Nein, dann geben wir etwas mehr Kraftstufe. Okay. Und das Kraftstufe, ja, das ist normalerweise nicht regelbar. Aber wir haben das regelbar gemacht, so wenn wir höher gehen, dann etwas minderes Kraftstoff und nach unten etwas mehr. Ah, okay. Und dann, ja, da haben sie etwas mehr Power. Aber ja. Was ist, wenn man jetzt da reinpustet, da passiert nichts? Nee. Wie schmeiße ich die an? Dann haben wir die. Das ist eine Maschine. Und stecken wir hinten rein. Ich habe welche drin. Die steckt ihr rein? Ja. Das ist eine Bougie für die Funk. Ah, das kommt dann. Das geht bis hier. Okay. Und dann haben wir da vorne. Stuhle. Das ist so. Das ist der Lana an. Ja, ja. Hier kommt Gas rein. Ja. Und hier Gas. Ah. Und dann gibt es eine Explosion. Und wenn deze warm ist, dann kann ich Kraftstoff dabei machen und dann läuft er. Ah, so geht das. Ja, und das ist eine normale Autozündkerze, die der darauf geschraubt hat. Ja, ja. Und die kriegt immer diesen Schlag und dann wird es entzündet und mit dem Gas erst. Ja, ja, ja. Und dann brennt das so lange, bis das Gas das erhitzt hat und dann kommt die Eigen. Und die Brennkammer heiß und dann müssen Kraftstoff dabei machen. Und dann läuft er. Also ohne eigentliche Zündung, wie mit einer Zündkerze, die dahinter noch geschaltet ist. Also alleine durch die Eigenhitze. Ja. Ja, ja, ja. Ah, okay. Wie ein Diesel. Wie ein Diesel. Ja. Schön. Ja. Ja, da wollen wir es gleich mal sehen. Ja. Ihr Verrückten. Oh. Danke. Danke. Aber auch noch ein Design-Pulso. Also habt ihr noch einen Designer? Nochmal. Bisschen geschmuckt. Was ich vorhin schon sagte, die Elektroantriebe haben es absolut. Ja, Jan, erzähl uns mal was über die Geschwindigkeit, die drauf fliegen. Rund um 240 Stundenkilometer. 240 Stundenkilometer. Das ist nicht so schnell. Da bin ich viel schneller. Ah, das ist viel schneller. Aber bei dem Krach, der dadurch entsteht, durch das Pulsrohr, meint man, die werden ja wesentlich schneller. Ja, aber das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Wir lagen auch nicht. Aha. Da bin ich geht viel schneller. Aber das macht mehr Spaß, weil es Krach macht. Ah, so. Also mehr Krach, mehr Adrenalin. Ja, auch wenn es nee, die Zuschauer schon. Bei uns ist das selbstverständlich normal. Normal geworden. Mhm. Und wir dürfen noch 6 Flugtage im Jahr fliegen mit dem Flugzeug. Aha. Da haben sie eine besondere Genehmigung, dass wir mehr Krach machen und darf. Und da können wir mit fliegen. Ja. Wir haben einmal im Jahr einen Flugplatz Rotenburg. Wieder Auschwitz, so ist das da, in der polnische Grenze. Da können wir das ein Treffen da. Mhm. Und da können wir die ganze Woche da fliegen. Ah, das ist ja herrlich. Und dann kann man auch die Rohre abstellen, die Pumpe abstellen und alles, was man nötig hat, um auf Schauspiel zu fliegen können. Und das ist eine schöne Woche ist das. Ja, schön. Ja. Also da gibt es eine eigene Szene, wie du erzählst. Wie viel fliegen das in Deutschland, Holland, Österreich, Schweiz? Wie viel kommen da hin? Nach Rotenburg kommen dann 20 von den Rohren. 20 Piloten mit Rohr. Unglaublich. Unglaublich. Von der Schweiz kommen die, von Holland kommen die, von Deutschland kommen die, von Österreich kommen da.
Und die sind alles ja, Freunde von uns geworden. Die sind, das ist schon das siebte Mal, dass wir, nee, das sechste Mal, dass das die Veranstaltung die stattgefunden hat. Mhm. Und wir gehen jedes Jahr hin. Baut ihr die Rohre selbst? Wir bauen die Rohre selbst. Aha. Interessante Sache. Erzähl mal, wie werden die denn gesteuert hier, die ganzen... Da sitzen eine da hast du schon gehört, denke ich. Ne? Ja, aber ich meine jetzt, du hast die Delta jetzt hier, das ist ein Querruder, Höhenruder gemixt. Das gemixt, ja. Ja, und dann hast du Kraftstoffzufuhr. Ja, ja, ja. Und, das, also, und die Regulierung, das ist alles. Die Regulierung, das ist alles. Das ist alles. Ja. Nee, das ist alles online. Das ist alles online. Dass ich heute hier bin und das wird nicht. Ja. Sie Windkraft 6 und Dinge für den Flachbau. Ik heb het verdeeld, ik heb het niet meer. Ik kan één modelletje.